Sozialsysteme sind der blanke Hohn. Wir schaffen alle bald für Billiglohn. Wenn einer Klaus macht, er selbst eine Firma und schiebt die Arbeitsplätze ab nach Birma. Allein die Titel, ne? Komm doch endlich, der weckt ja schon so gewisse Erwartungshaltung, ne? Ja. Obwohl, ich sag das mal, Herbert seit 20 Jahren. Herzlich willkommen zu unserem mit Spannung erwarteten Immus-Kanal. Wir haben einen ganz besonderen Gast aus Höchst einfliegen lassen, den Herrn Thomas Mieder. Nachdem ich jetzt lange geplant habe, dass ich mein Kind in Höchst in die Kita geben möchte, erfahre ich jetzt, dass das gar nicht geht im Bologna-Europalast. Und ich finde, es ist einfach ein starkes Stück, was da passiert. Also erstmal, Skandal ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Wir hatten schlicht und ergreifend eine Meinungsverschiedenheit. Und höchster Bürger neigen dazu, sich zu wehren. Das Ganze gelegentlich auch lautstark. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Planung, so wie sie angedacht war, zum Beispiel mit einer Kindertagesstätte, Stadtmuseum, dass das erstmal ausgesetzt wird und wir eine sogenannte Planungswerkstatt ins Leben gerufen haben, in der dann ein Konzept entwickelt werden soll, das möglichst vielen gerecht wird. Aber was mich jetzt wirklich interessieren würde nach dem Gespräch letzten Donnerstag mit der UB, ist das jetzt ein Entgegenkommen, weil sie Angst vor den Höchstern hat? Hat sie Angst davor, dass die Höchster sagen, so, wir werden renitent, wir spalten uns wieder ab von Frankfurt, wir werden wieder eigenständig? Oder ist da wirklich ein echtes Interesse auch von Frankfurt? Weil es ist ja nun räumlich wirklich Distanz. Also ich nehm an, dass wir, dass da auch Verständnis dafür aufgekommen ist. Das will ich mal annehmen. Und wir sind ja auch nicht wirklich von den Gedanken weggegangen, dass auch eine Form von Kindertagesstätte dort möglich sein kann. Ja. Kannst du etablieren. So, Hoffnung stimmt. In einem Jahr, Herr Mieder, was ist so der Wunsch, was wäre so eine Planungswerkstatt, die braucht ja immer ein bisschen Zeit, was wäre Ihr Wunsch, wenn ein Jahr weiter, wie soll es da geschehen sein um den Bologna-Europalast? Was jetzt von der Zeitvorgabe von heute auf nächstes Jahr? Baubeginn für den Umbau am besten. Gut. Das wäre ideal. Ja, wenn wir jetzt schnell zu einer Reinigung kommen, und es gibt ja schon zwei Beplanungen, ja, die wohl bis zum Ende durchgeführt wurden, dass wir auf dem basierend im Grunde eigentlich ja, einen Kompromiss am Ende schließen können, wo man sagt, ja, so geht's. Ich denke, dieses Engagement, das verdient auch einen kräftigen Applaus. Ja. Vielen Dank. Genau. Und natürlich, wer hier sich so mutig unserem Talk stellt, der verdient auch die Immobilien-Skandal. Ja, ja. Herzlichen Dank. Excuse-moi. I speak auch also a little bit of English. You too? English? Not at all, are you kidding? Ja, aber... Aber schon rück. Do you speak or understand English? Not a single word, I mean in France we don't need any English. Kein Fernsehen, keine guten Bücher, kein Internet.